Nein, jetzt geht es eigentlich erst ans Eingemachte. Es geht wirklich darum, dass wir wirklich wissen, wer wir in Wahrheit sind und dass wir das auch sprechen. Und ich habe für mich das jetzt aufgeschrieben und wie ich immer mit mir arbeite, wie ich diese starke göttliche Verbindung für mich herstelle. Und da fängt es immer damit an. Ich weiß, das habe ich euch auch schon gesagt, ich weiß, wer ich bin in Wahrheit. Jetzt habe ich es aufgenommen, ihr müsst nicht aufschreiben. Ich weiß, was ich bin in Wahrheit. Ich weiß, wie ich bin in Wahrheit. Und ich weiß, wozu ich hier bin in Wahrheit. Und genau wozu bin ich hier in Wahrheit, um diese Wahrheit zu leben, zu spüren, diese Energie rauszugeben, ja? Stellt euch das mal so vor, wir sind ja alle in einer Energie vereint. Und je mehr diese göttliche Energie bei jedem Einzelnen überhand nimmt, desto mehr nimmt es im Kollektiv überhand und desto weniger hat es Platz für Übles, für Leiden, für Schmerzen, für Nichtgöttliches. Ja? Deswegen ist es so, so wichtig, dass ihr euch dessen immer wieder bewusst seid, auch wenn euer menschliches Bewusstsein oder euer logisches, analytisches Bewusstsein immer sagt, was? Egal, beharrt einfach darauf, weil ihr ja im ganz allertiefsten wisst, es kann nicht anders sein. Und nachdem diese Statements gemacht worden sind, kannst du anfangen mit Statements. Ich empfange, ja. Es ist ganz wichtig, dass wir eben auch die Dinge empfangen, für die wir hier sind. Das Glück, die Göttlichkeit, unsere Gesundheit, unsere Perfektion, was auch immer. Du kannst immer sagen, wenn du krank bist oder irgendwie ein Problem da hast, ich empfange meine hundertprozentige Gesundheit, ich empfange mein hundertprozentiges Glück. Ich empfange meinen hundertprozentigen Auftrag, ja, dass du weißt, was du zu tun hast. Das ist für manche ganz, ganz wichtig, die eben noch so ein bisschen im Aktionismus drin waren, unseres vorherigen Lebens, wo die ganze Zeit irgendwas getan werden musste. Aber es muss in erster Linie empfangen werden. Und dann darfst du dir die Erlaubnis geben, ja, ich darf auf meinen wahren Platz, ich darf auf meinen göttlichen Platz. Ich darf in meine körperliche Perfektion, ich darf in meine emotionale Perfektion, ich darf in meine energetische Perfektion. Und das immer wieder, dieses Statement zu machen, bis dein physischer Körper mit diesen göttlichen Energien in Einklang kommt. Weil unser physischer Körper ist ja noch von dem ganzen kollektiven Bewusstsein quasi überflutet. Und dass du dann einfach sagst, ich bin bereit für das Leben, das meine Seele für mich will, ja. Dieses Leben aus kompletter Liebe heraus, dieses Leben ausgeben. Und dieses Thema ist so, so wichtig, ja. Und das können wir nur, wenn wir auf unserem Platz, auf unsere wahre Identität einschreiten. Und das ist eins der allerwichtigsten Sachen, dass wir diese Worte sprechen, ja, und auch wirklich sagen, ja, ich weiß, wer ich bin in Wahrheit. Und dann dieses Wissen empfängst, weil in dem Moment, wo du sagst, ich weiß, wer ich bin in Wahrheit, ich bin Wahrheit, ich bin Wort, ja, weil unsere Worte manifestieren, ich bin Emotion, unsere Emotionen manifestieren, ich bin Gedanken, unsere Gedanken manifestieren, also ich bin alles, ja, ich bin alles. Ich kann ja sagen vor euch hin, ich bin alles. Und zwar alles Höchste, alles Hochschwingendste. Ja, das heißt nicht, ich bin alles Elend. No, ich bin alles, was Schönes und ich dominiere mit meiner Göttlichkeit, mit meiner Schönheit. Ich bin hier und ich bin bereit. Und das ist so, so wichtig. Hat irgendjemand von euch noch irgendwie Fragen? Mag jemand was fragen? Wieso bist du jetzt da so? Zum Beispiel. Wieso gehst du uns so auf den Nerv mit diesem Zeug? Fragt ruhig.
Also Fragen habe ich nicht. Ich habe gestern von Greg Braden ein Video gesehen, wo das, was du sagst, so klar wird, dass wir alle eins sind. Es gibt kein schwarzes Loch, es gibt eben nur Energie und Energie von allem. Also sozusagen, es speist sich auch selbst. Ne? Also wir geben, es ist ein Geben und Nehmen. Und Und es ist wir aber ganz wichtig, wir sind eigentlich nur eins auf der höchsten Schwingung. Dort sind wir verbunden, ja? Wir sind Genau. nicht im Moloch, im Schmerz, in der Angst sind wir nicht verbunden. Da sind wir getrennt. Wir sind getrennt voneinander und wir sind getrennt von der Göttlichkeit, vom göttlichsten Bewusstsein. Wir sind komplett unbewusst. Richtig, Katrin? Ja. Und das ist wichtig, ja? Das ist wirklich wichtig. Wir müssen uns nicht assoziieren mit diesen niedrigen Energien, mit den niedrigen Dingen, die Menschen tun. Ja? Da sind wir nicht verbunden. Wir sind nicht mit diesen Aspekten, sage ich mal. Wenn wir uns nicht dafür entscheiden, sind wir nicht mit diesen Aspekten verbunden. Wisst ihr, was ich meine? Nur wenn du dich entscheidest, dich mit den ängstlichen, schmerzvollen Aspekten von dir zu verbinden, dann bist du verbunden. Oder mit den schmerzvollen Aspekten zu verbinden mit anderen Menschen. Ja, das ist ganz, ganz wichtig zu verstehen, insbesondere wenn sich jetzt Dinge über unsere Menschheit eröffnen, die sowas von unvorstellbar sind. Deswegen braucht es jetzt eine Mannschaft, die absolut gefestigt ist. Und die rausgeht und dieses Wort, diese Wahrheit, diese Liebe spricht, ja, und auch weiß, dass das in jedem da ist, auch wenn er es nicht weiß, ja. Wir haben alle schon so viel an uns gearbeitet, wir haben alle uns schon so viel informiert, darüber, wie das Leben richtig läuft. Aber könnt ihr euch vorstellen, wie viele Menschen keine Ahnung haben und sich noch extrem ausgeliefert fühlen. Gerade jetzt in dieser Zeit merkt man das, oder? Also ich bin nur umgeben von solchen, also es ist jetzt nicht negativ, Nein, aber es ist ich die bin Wahrheit. nur umgeben. Also ich bin ja mit meinen Kollegen über eine WhatsApp-Gruppe verbunden und es gibt tagtäglich Messages, wo jeder echt Dramen kreiert. Also ich weiß natürlich, Fakt ist natürlich, klar, jede Firma möchte nichts zahlen und ich tue mir etwas leichter, ich habe keine Kinder, ich habe keine Schulden, aber sie wickeln. Indem wir wirklich alle zusammen anfangen, es kann auch schnell gehen, ja, dass wir wirklich anfangen, unsere Wurzeln, das hat euch gut gefallen, das tut auch gut, wirklich diese Wurzeln nach unten zu schmeißen, ja, das muss keine lange Geschichte sein, sondern das ist Plan, das ist Intention. Ich strecke meine Wurzeln aus, ich erde mich, ich bin fest verbunden. Also ihr könnt wirklich, ihr habt die Intention. Ihr könnt mit Intentionen arbeiten und einfach nur sagen, jetzt bin ich fest verbunden. Alle meine Wurzeln sind fest in der Erde. Ich bin fest hier in mir, in meiner Energie. Und schon seid ihr, pam, wie festgenagelt, wie mit einem Magnet geht es nach unten. Puh. Dann könnt ihr durchatmen und dann könnt ihr nach oben gehen und könnt wirklich euren ganzen Kanal nach oben öffnen, ist auch nur eine Intention. Ich öffne meinen Kanal für das Göttliche. Ich verbinde mich mit der göttlichsten, reinsten, wahren Energie. Und schon schießt es nach oben. Boom. Und schon seid ihr da, wo ihr hingehört, an euren höchsten Platz. Seid verbunden mit der allerhöchsten Energie. Und jetzt können wir ins Feld reinladen, in euch reinladen. Bedingungslose Liebe. Boom. Bedingungslose Liebe fließt in mir, um mir, in alle Dimensionen. Jetzt. Bedingungslose Heilung fließt jetzt. In alle Dimensionen, in alle Zeit rein, jetzt.
gemerkt, da ist so viel Power hinter. Nur die Wahrheit fließt jetzt. Die Wahrheit, die reine Wahrheit, die Liebe, die höchste Schwingung. Boom. Und jetzt sind wir da in unserer ganzen Präsenz. Und ich bitte euch, macht euch riesengroß. Dehnt diese ganze göttliche Energie aus. Und seht, wie ihr größer werdet, in die Unendlichkeit wachsen könnt. Und stellt euch nur vor, wie ihr diesen Erdball Mutter Erde einfach nur in die Arme nehmt. Und mit so viel Liebe bedankt. Wirklich. Einfach nur mit Liebe und mit Wahrheit. Ich weiß, wer ich in Wahrheit bin. Ich weiß, was ich in Wahrheit bin. Ich weiß, wie ich in Wahrheit bin. Und ich weiß, wozu ich hier bin, in Wahrheit. Jetzt nehmt ihr diesen Mutter Erde Ball und stellt euch so vor, diese Kugel, wie ihr diese Kugel bespricht. Und alles, was auf dieser Kugel drauf ist, jedes einzelne Lebewesen, jede Pflanze, alles, was auf dieser Erdkugel ist, jedes Wasser, jeden Fisch, und sagt ihm, ich weiß, wer du in Wahrheit bist. Ich weiß, was du in Wahrheit bist. Ich weiß, wie du in Wahrheit bist. Und ich weiß, wozu du hier bist, in Wahrheit. Jetzt könnt ihr das mal spüren in eurem Körper, diese ganze Energie, die ihr der Erde gegeben habt. Allen Lebewesen, allem, was lebendig ist auf dieser Erde und die ein Teil von euch ist und die ihr ein Teil seid. Und spürt es, diese Kraft und diese Liebe und diese Reinheit. Alles ist rein, alles ist in Ordnung, alles ist Liebe, alles ist wunderbar. Ich weiß, dass ich in Wahrheit 100% gesund bin. Ich weiß, dass ich in Wahrheit 100% frei bin. Und ich weiß, dass ich die Autorität habe, Liebe, Freude, Freiheit und Wahrheit zu sprechen. Für mich und alles, was lebt. Und jetzt, wenn ihr so in eurer Power seid, stellt ihr euch ein Lebewesen, ein Tier oder einen Menschen vor, der extrem verzweifelt und hilfsbedürftig ist. Und ihr nehmt ihn in Gedanken in den Arm, haltet ihn an euer Herz oder sie oder auch an die ganze Gruppe und spürt, wie ihr einfach bedingungslose Liebe geben könnt. Einfach weil es notwendig ist. Lasst es rausfließen auf euch. Jetzt könnt ihr für euch sagen, ich heile mit Liebe. Die
bin hier, um Liebe zu geben und Liebe zu empfangen. Und jetzt spüre nochmal, wie ihr von ganz, ganz oben, von höchster Ebene, auf dem höchsten Raum angebunden seid. Dass diese wahre Energie durch euch durchgeht, in jede Zelle, oben, im Kopf. Ihr seid angebunden, ihr habt unendliche Ressourcen, es geht euch nie aus, ihr könnt so viel geben. Und ihr spürt, wie es durch euch durchläuft, beim ganzen Körper hindurch. Und es geht weiter, die Schulter. Euer ganzes Chakrasystem durch, die ganze Wirbelsäule und alles, was von uns jede einzelne Zelle. Und ihr könnt sagen, ich brauche mehr und dann kommt mehr. Und ich brauche noch mehr, dann kommt noch mehr. Nehmt einfach so viel, wie ihr gerade braucht, bis ihr könnt noch mehr haben, noch mehr, immer noch mehr. Geben, so viel wie ihr wollt. Es gibt nicht keinen Engpass. Es gibt mehr. Ihr braucht nur fragen und abführen. Ich spüre, wie das durch eure Beine hindurch, unten geht, in den Boden, in die Erde. Über eure Wurzeln verteilt es sich in der ganzen Erde. Teilt sich in alle Moleküle, Atome, sämtliche Einheiten, die wir hier haben, können wir informieren mit dieser göttlichen Liebe unendlich. Das wird nie ausgehen. Nie. Und jetzt bewegt kurz mal eure Füße, merkt euren Popo, da wo ihr sitzt, bewegt euch kurz. Und auch wenn ihr nicht zurückkommen wollt, kommt in meinen kommenden Moment zurück. Ihr könnt ewig lang weitermachen, eure Arbeit machen, für die ihr hier seid. Some like it hot. Also, ihr Lieben. Was mir ganz, ganz wichtig ist, dass ihr wisst, hey, es gibt nicht zu wenig, es gibt so viel, ja, und wir sind nur Verteilstelle, nur Verteilstelle. Mag jemand was sagen? Warte, ich stelle jetzt auf.